Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 31, glaube ich, von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal hatten wir Ellie Auftrag gegeben, dass sie, sag schon, hier im Wasserbereich da noch abbaut, damit das weniger wird, damit das leer wird hier oben, damit wir dann weiterbauen können, ne? Aber das machen wir alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann lassen wir mal laufen und gucken mal, was hier weitergeht. Das Wasser müsste ja definitiv eigentlich hier reinpassen, ne? Würde ich sagen. Und wenn nicht, dann müssen wir es noch ein bisschen hier irgendwo erweitern. Aber das kriegen wir schon noch hin, denke ich mal. Können ja auch hier noch ein bisschen buddeln und da rum machen, ne? Weil tiefer müssen wir hier sowieso. Wo ist das Normale? Hier ist das Normale, okay. Kann Elli da nicht hin wegen hier? Kann das sein? Aber wäre jetzt auch halb so wild. Müssen wir mal gucken. Was geht hier ab? Hier kann noch einer was gemacht kriegen. Nicht Ziegel, sondern da will ich hin. Frankie kann noch was steigern. Kunstgrundlagen oder be verbessertes Basteln. Plus zwei Maschinen. Generator Feinabstimmung. Frankie kann nicht Elektrotechnik lernen. Fehlende notwendige Fertigkeit. Ja, weiß ich auch nicht, was wir da machen. Hier wäre Deko angesagt, aber ich glaube, Deko wäre jetzt noch nicht so wichtig. Wir machen nicht das. Wir müssen erst das machen oder das machen. Ja, komm, zack. Moral. Passt. Hätte da oben nicht ein X sein müssen? Weiß ich jetzt nicht. Das haben wir erledigt. Forschung, was haben wir denn noch? Da ist noch Forschung dran. Ne? Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Doch, sonst wäre das ja anders gewesen, glaube. Aber wir machen hier die Gastankgeschichte. Okay, das sollte gehen. Ah, da hat einer eine große Sauerei gemacht. Gut, dass wir das passend gebaut haben. Werden da jetzt das Toilettenproblem lösen müssen. Toilette auf 9. Natürlich super doof gelaufen. Dann wischen wir mal auf. Können das schmutzige Wasser gleich aufwischen, ne? Ja, okay. Das heißt, wir müssen definitiv zusehen, dass wir jetzt in dieser Folge vielleicht ein bisschen was an den Toiletten arbeiten. Da müssen wir doch tatsächlich schauen, dass wir da jetzt richtige Toiletten mal kriegen mit Wasserspülung. Nur wo machen wir sie hin? Diagnose, okay. Die sind auf jeden Fall da schön am Sch Planschern. Okay. Toiletten. Wir gucken erstmal nach Temperatur. Hier ist es natürlich schon sehr warm. Hier oben wollten wir ja Schlafgemächer machen, die hier in diesem Bereich dann hinkommen. Vielleicht sollten wir die Toiletten dann hier oder nee. Eigentlich sollen die ja alle selber eine Toilette kriegen, so wie es hier oben schon geplant ist, ne? Vielleicht sollten wir hier oben mal diese Toilette in die Wege leiten, dass das schneller wird, oder? Machen wir die Toilette schneller, inklusive der Wascheinrichtung. Dafür müssen wir hier natürlich auch das schneller kriegen. Jetzt haben wir die Prioritäten und mach die mal dahin und auf Bauen. Ich glaube, das muss schneller gehen dann. Genauso wie das. Noch hier, noch da. Wie, die Pumpe ist noch gar nicht gebaut, kann das sein? Das wäre schlecht. Frischwasserpumpe ist erledigt. Was ist denn mit dem Abwasser? Das ist noch gar nicht verkabelt, doch das geht ja hier lang. Hier muss wohl fertig sein, oder wie sehe ich das? Aber hier noch nicht. Zeig mal die Wasserleitungen. Okay, die sind so.
Das bedeutet, wir machen die Leitung hier auch mal neu. Ich hoffe, das klappt. Wir müssen aber wahrscheinlich Material dafür heranschaffen, oder? Gucken, die 32 Tonnen Kupfererz sollte noch funktionieren. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen was mit einstellen, dass das läuft. Das machen wir auf 5. Und das machen wir auch auf 5. Und der ist auf 5, okay. Da fehlt es am Stromanschluss nachher auch noch, aber der ist sowieso noch nicht gebaut, die Schleuse. Ja. Ah, das Wasser ist schon gemacht worden jetzt. Okay. Jetzt gab es hier gerade eine Unterbrechung, weil ein Fenster reingeslidert ist. Okay, wer geht da jetzt zu Fuß? Lindsay. Die macht jetzt hier den Boden fertig. Super, oder? Den brauchst du mittlerweile auch gar nicht mehr da fertig machen vielleicht, ne? Ja. Okay. Komm, wir machen das einfach mal weg und gucken, was passiert. Hier ist ja schon aufgewischt, kann auch nicht schief gehen. Hier ist auch aufgewischt, alles gut. Haben wir denn einen Lehrer hier? Ja. Verschmutztes Wasser soll da rein. Das ist schon mal gut, das passt. Dann gibt es hier eine Prio drauf. 5 ist okay, lassen wir so. Und jetzt werden hier auch die Leitungen gemacht. Das ist sehr schön. Was mit Essen? 28 passt. Sauerstoff sieht ja top aus in unserer Anlage, ne? Ja, genau. Haben wir hier unten nicht so eine Pflanze hinsetzen wollen? Ja, haben wir. Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. Körpertemperatur 0 bis 40 Grad und wir haben 40,8 Grad läuft, wa? Das ist hier zu warm halt, ne? Machen wir die Tür auf Auto, vielleicht isoliert das Ganze dann ja. Und wir könnten natürlich auch Isolierziegel da bauen. Ja. Machen wir die vielleicht dahin. Reißen wir das ab hier. Und vielleicht auch hier abreißen. Und da doch Isolierziegel hinmachen. Ah, der wird ausgetauscht. Das ist schon mal gut. Die Tür wird dann auch geschlossen. Vielleicht geht es dann mit der Temperatur besser hier, ne? Oxyfarm. Ja, okay, das ist dann so. Mehrflaff 7. Okay, den müssten wir mal wegräumen vielleicht. Aber das ist jetzt nicht so spielentscheidend. Hier ist noch nichts mit dem Wasser passiert, ne? Okay, das Wasser läuft hier rein und sieht alles noch gut aus. Ich glaube, das wird kein Problem sein. Wir können definitiv schon mal hier ziegeltechnisch dann gucken, dass wir das in die passende Höhe kriegen. Das ist diese. Okay, ah. Dann mal so und hier erstmal diese nochmal abbrechen, weil da soll ja vielleicht die Leiter weiter durch, ne? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob das verseucht ist. Wo ist es? Dekoration? Nein. Lüftungsrohre? Nein. Hier, da. Nee, das ist gute Galge. Okay.
Dann ist das ja schon mal positiv, ne? Und hier können wir definitiv jetzt auch schon was lang bauen. Vielleicht sollten wir hier tatsächlich mal dann die breitere Sache anfangen. Ja, machen wir so erstmal. Eine Rutschstange, ne? Und dann für die Luft da muss vielleicht besser sein. Obwohl Dreier, doch, da können sie rüberspringen. Haben wir schon die Rutschstange? Ich glaube ja, ne? Ja. Dann lass uns die mal hier anbringen. Forschung abgeschlossen. Wir wollen der Leiterkabel. Okay. Ja, das war jetzt nicht hier, oder? Ne, der forscht ja noch. Noch läuft's, ne? Aber die ist gleich fertig, die Forschung an der Maschine, oder? Ach ne, das war Ellie mit dem zweiten Balken. Dann könnte die Forschung komplett fertig sein. Okay. Dann schauen wir mal. Das war das. Was kommt danach? Oxylit-Raffinerie, Molekularschmiede und Trinkwassersprudel. Okay, Kohlendioxidwasser. Erhöht die Duplikantenmoral. Sollte man überlegen, ne? Hier wird's Wasser aufgewärmt, naja. Surf Simulator, Erzreiniger, Entsalzer. Ich glaube, so entsalzen brauchen wir nicht, ne? Hammer, automatische Melder. Nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Was war das hier? Minenroboter. Okay, der Automatismus ist das dann. Intelligente Lagerung, ja, das ist vielleicht auch der nächste Schritt, den wir hier machen können. Schmelzmetallraffinerie. Ja, es sind so viele Sachen hier. Die Dampfturbine, die wäre vielleicht sinnig, ne? Energie zu kriegen. Und gibt Wasser aus. Sonnenlicht haben wir hier nicht eigentlich, oder? Aber wer weiß. Polymerpresse, Ölbrunnen. Ja, so ganz bin ich mir noch nicht sicher, was wir jetzt vielleicht machen sollten. Die Erzgeschichte wäre ganz nett. Was haben wir hier? Erz, ne? Krankenstation, ja. Surf-Simulator. Isoliertes Rohr. Da müssen wir drüber nachdenken, wenn wir irgendwie weiter mit dem Dingens kommen. Flüssigkeitstank, ja. Auch eine schöne Sache. Trinkwassersprudler. Schutzanzug Overlay. Ich glaube, wir gehen auf die Deko mal noch erstmal nächsten Schritt jetzt. Da haben wir noch gar nichts getan, ne? Dieser Baum ist neu, oder? Oder habe ich den noch nicht in Erinnerung? Das muss ein Update gewesen sein, was das hier gemacht hat. Sieht so aus. Okay, wir haben aber eine Aufgabe angegeben, dann kann da weiter geforscht werden. Ressourcen, ja. Hier beim Wasser ist alles noch okay. Ah, das plätschert noch runter. Es dauert noch ein bisschen, bis man es aufwischen kann. Was macht jetzt die Leitung? Das ist die Abwasserleitung. Wann wird die gebaut? Gute Frage, ne? Der Ziegel, ey, mach den mal auf 9. Jetzt will ich wissen, ob es das so schneller wird hier. Toilette bauen und das Waschbecken bauen. Alles mal auf 9, bitte. Nur Stinky läuft doch jetzt hier rum, ne? Ja. Der muss noch ein bisschen was tun. Hier gibt es ein Update. Catalina.
Doktorfähigkeit hatten wir doch für jemand anders, oder? Frankie muss noch einen Hut aufkriegen. Verbessertes Basteln. Hier ist doch schon jemand mit Doktorfähigkeiten. Dann brauche ich die nicht auch noch als Doktorfähigkeit ausbilden. Tragfähigkeit wäre natürlich auch nicht schlecht. Elektrotechnik, dann würde sie sich aber tierisch drüber freuen. Machen wir das. Okay, haben wir. Baut hier einer jetzt? Ja. Jetzt ist der Boden erstmal zu, das ist schon mal ganz wichtig, ey. So, was ist das hier? Erde. Was machten die Puff? Die machten doch Erde, ne? Ne, die machten Algen. Und die vermehren würden die sich hier auch noch. Schleim bringen die raus, okay. Wir müssen aufräumen, sehe ich schon wieder. Sieht einfach nur schäbig dreckig aus. Das wegräumen bitte. Hier auch wegräumen. Hier ist nichts zum Wegräumen, glaube ich, ne? Nein. Da kann vielleicht, ne, ne, kann nichts weggeräumt. Hier könnte auf jeden Fall was weggeräumt werden. Und hier wird auch weggeräumt, bitte. Das Leuchtnimm zum Eider. Könnte man wegräumen, wenn Platz wäre. Ja. Das Ei müsste man woanders hinbringen, ne? Wohl da ist eigentlich auch egal. Hier fehlt der Stecker noch. Wasser läuft noch. Kann man es denn schon aufwischen? Ja, könnte man. Dann soll es doch aufgewischt werden, oder? Der Boden ist fertig. Wie sieht es mit der Leitung aus? Die sind noch nicht gebaut. Prio von den Wasserleitungen. Grauen haben wir. 6 machen wir jetzt auf 7. Das ist, dauert mir zu lange. Machen wir ein bisschen schneller jetzt hier, ey. Das brauche ich nicht unbedingt fertig werden erstmal. Ach so, hier war noch was. Eisenerz ist noch, Kupfererz ist noch da, ja. Das sollte nicht das Problem sein, ne? Irgendwer ist ein bisschen aufgestiegen. Jetzt werden hier die Rohre gemacht bei 7. Ist doch schon mal was, oder? So. Essen 26 geht. Barbecue Omelette. Vielleicht sollten wir hier mal den Matschriegel anschmeißen, den aber dann veredelt essen. Und was geht hier nicht? Die Eierschale kann man nicht wegräumen. Das bedeutet, das Teil muss auch schneller gebaut werden. Und der Ziegel muss auch schneller gebaut werden. Ja, hier werden die Leitungen jetzt auch weitergebaut, endlich. Die Toilette ist jetzt fertig in dem Sinne. Die muss aber in eine Richtung. Jetzt liegt Richtung rechts, ne? Genau. Ja, die Rohrleitungen werden jetzt fertig. Ich hoffe, da geht nicht schon einer drauf, während die Abflussleitung nicht geht. Das wäre nicht so doll. Granit wird geliefert, okay. Toilette, Dusche ist auch schon fertig, ey. Ja, dann ist das so. Wer schläft hier? Ja, Frankie, nee, warte. Doch, Frankie ist das zugewiesen, okay. Frankies Zimmer ist bald fertig, ne? Naja, okay. Wir werden nächste Folge halt gucken, dass wir hier noch diese Wassergeschichte fertig kriegen, dass das läuft. Auch diese Farm vielleicht anschließen, das haben wir auch noch nicht gemacht. Ich glaube, die werden aber mit dreckigem Wasser versorgt.
Und ja, da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ach, guck mal, die Pumpe funktioniert sogar schon. Wo pumpt die denn was hin? In die Farm, tatsächlich. Ich hoffe, das ist hier so richtig. Was braucht die denn hier, die Pflanze, die Dornenblüte? Brauchen wir frisches Wasser. Ich glaube, das geht nicht so mit dreckigen, ne? Ich glaube, da müssen wir hier was ändern. Okay, das mit den Farben machen wir dann aber auch in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.